bei der Taz. Ja, ich bin Jana, Volontärin bei der Taz. Und ich bin Patrick, Redakteur bei der Taz. Ja, wir sind jetzt die dritte Woche hier in Dresden mit unserer Taz-WG, zusammen mit Ismail und Celia und Christina und Marte. Untergebracht sind wir in unterschiedlichen WGs. Ich wohne in der Dresdner Neustadt in einer wundervollen WG mit einer Katze, die gerne Fahrstuhl fährt, weil sie zu faul ist zum Treppensteigen. Und die Dresdner Neustadt ist so ein bisschen Kreuzberg-Friedrichshain von Dresden. Und es gibt Leute, die hier wohnen, die mir erzählt haben, dass sie ihren Bezirk praktisch niemals verlassen und den Rest von Dresden nicht kennen, obwohl sie seit Jahren wohnen. Ja, in dem Rest von Dresden wohne ich dann quasi. Im Plauen, das ist am Stadtrand, da wird es schon ziemlich grün und es ist ein ehemaliges Bahnhofsgebäude und da wird man auch jede Nacht vom Zug aufgeweckt. Ja, ist was anderes. Aber auch schön, sagt man. Ja, sehr schön. Ja, ich habe mich im Wesentlichen mit dem Klimacamp, was hier um die Ecke stattfindet, beschäftigt. Der Baggerbesetzung von jungen Aktivistinnen, von denen eine tatsächlich immer noch in U-Haft sitzt, seit mittlerweile über 48 Stunden. Und habe ein großes Stück gemacht zum Thema Naturschutz und Flüchtlinge. Und da gibt es eigentlich überhaupt keine Angebote, mit einer einzigen Ausnahme. Und das ist ein Projekt des Umweltzentrums Dresden. Und was die machen, unter anderem, ist, invasive Arten zu bekämpfen. Das heißt, Arten, die aus dem Ausland kommen und in Deutschland eigentlich nichts zu suchen haben und für die hiesige Natur auch nicht gut sind. Und deswegen werden die entfernt, und zwar von Flüchtlingen, die aus einem anderen Land kommen, und die entfernen jetzt die Pflanzen, die aus einem anderen Land kommen. Die Teilnehmer des Naturschutzprojekts freuen sich nicht nur über den naturschutzfachlichen Aspekt, sondern vor allem darüber, dass es ein Teil der beginnenden Integration in einen normalen sozialen Kontext ist und sie da mit Menschen was tun, was sie normalerweise nicht tun, und halt einen Zugang zu den Menschen und in die Gesellschaft finden. Und ähnliche Erlebnisse hat auch meine Kollegin Jana gemacht. Ja, das ist echt nicht zu unterschätzen, was solche Aktionen oder Initiativen irgendwie für die Leute vor Ort, für die Geflüchteten auch bedeuten. Ich war zum Beispiel diese Woche mit Welcome United unterwegs. Das ist ein bundesweites Netzwerk, bestehen vor allem aus geflüchteten Menschen, die sich wiederum für Geflüchtete einsetzen, Antirassismusarbeit machen und so weiter. Und die machen schon seit Wochen eine Tour durch sämtliche sächsischen Kleinstädte und hören sich an, was die Leute hier für Probleme haben, was sie bewegt, was die Aktiven vor Ort brauchen, und mobilisieren kräftig für die Demo am 24. in Dresden. Und ich war da dabei in Borna, bin mit denen im Bus mitgefahren, und das ist echt beeindruckend, was die irgendwie so auf die Beine stellen und wie viel Engagement da reinfließt. Und auch die Leute in Borna, die sie besucht haben, die haben halt eigentlich auch so zum ersten Mal, viele von denen, gehört, dass es irgendwie sowas wie so eine aktive Zivilgesellschaft hier in Sachsen auch gibt, die sich da einsetzt und vor allem, dass sie sich selbst auch für sich selber quasi einsetzen können und auf die Straße gehen können. Ja, und ein Libanese hat diese Teilnahme an dem Naturschutzprojekt beschrieben mit dem schönen Satz: Das ist die Tür zum Tor. Ja, am ersten Abend, als wir ankamen, waren wir alle ziemlich platt und sind dann essen gegangen beim Italiener. Und als wir alle gegessen und getrunken hatten, ich habe Bier getrunken und eine leckere Lasagne gegessen. Da es leider kein Freitaler gibt, muss ich Freiberger trinken, aber das ist nun mal so. Nach dem Essen haben wir uns, ist es wundervoll. Ja, und ein Kumpel von mir hatte mir dann eine SMS geschrieben, wo man denn die beste Eierschecke in Dresden kriegt. Und eine Kollegin von uns hatte einen freudschen Verhörer und guckte etwas verdutzt und fragte, wie, wo es hier die besten Eierstöcke gibt. Ja, wir haben hier nicht nur Bier getrunken, sondern auch Wein getrunken. Ja, weil das kann man nämlich auch in Sachsen. Das wussten wir davor auch. Also vielleicht mal gehört, gesehen beim Vorbeifahren, aber
Wir haben dann ganz feinen Riesling getrunken, in so einer Lage, wo man bis in die Sächsische Schweiz rüberschauen konnte. Es war richtig schön dort und wir waren beim Winzer Weingut Zimmerling hieß es und der Typ war sehr, sehr entspannt, hat uns das alles gezeigt. Seine Frau macht auch Skulpturen und ist so eine richtige Oase, wo man gar nicht denkt, man ist jetzt irgendwie bei Dresden oder bei Sachsen. Ja, und der Witz ist, dieses Weingut befindet sich tatsächlich in Dresden, aber man kommt sich vor wie 100 Kilometer weg von der Großstadt. Der Kollege Zimmerling hat ein Weingut in der Lage Pillnitzer Königlicher Weinberg. Das sind ungefähr 40 Hektar und er ackert davon 4,5 und damit ist er da der Großwinzer. Der Mann macht Weine, die kosten bis zu 50 Euro die Flasche. Wir durften sie umsonst trinken und er hat darüber hinaus noch seinen Weinberg praktisch bei einer Skatrunde gewonnen. Da wurde er als Winzer vorgestellt, obwohl er nur ein paar Weinreben zu Hause hatte für den Eingebrauch. Und dann hat er den Zuschlag für ein paar Mark bekommen für das gesamte Weingut. Der Mann ist einer von 2500 Winzern in Sachsen und davon gibt es tatsächlich nur zwei einzige Bio-Winzer. Wir waren aber nicht nur zum Saufen da und haben ihn deswegen auch gefragt, was die Leute in Sachsen unzufrieden macht. Und darauf hat er die schöne Antwort gegeben, das weiß ich nicht, ich gehöre nicht zu den Unzufriedenen. Wir wollen ja nur... Ja, aber das war eigentlich gar nicht so schlecht. Von Ton. Genau.